Und dann kam einfach die Kranzniederlegung an diesem Ehrenmal. Und wir sind dahin gegangen, natürlich mit der Ernsthaftigkeit, die dieser Augenblick forderte. Und niemand von uns, überhaupt niemand, wusste, wie Willy Brandt sich verhalten wurde. Das Bild, das Sie kennen, zeigt mich wahrscheinlich nicht, weil es nur einige gibt, die etwas rübergehen. Ich stand unmittelbar hinter ihm. Aber das Bild kommt immer von einer Seite, das ist ein intelligenterer, kaufmännisch gebildeterer Fotograf gewesen, als die anderen Fotografen. Der hat also mehr unterbringen können von seinem Foto, ist immer dasselbe Foto. Wie dem auch sei, ich habe dahinter gestanden und habe nicht gewusst, was er tun würde, als er dann aus unserer gemeinsamen Linie auf das Denkmal zuging, mit dem Kranz, der dann dorthin getragen wurde, was ja das Übliche ist, das sieht man immer wieder, wenn an einem Ehrenmal ein Kranz niedergelegt wird. Normalerweise, der den Kranz niederlegt, der pflegt dann irgendetwas noch nicht ganz in Ordnung zu finden und da etwas zu bewegen, was ich immer für merkwürdig und eigentümlich gehalten habe, nicht gemacht habe. Und dann plötzlich kniet er nieder. Und das war so spontan, aber von einer solchen Natürlichkeit, dass es für jeden Beteiligten ein erregender Moment war. Dieses so natürlich zu sehen, einen Menschen zu sehen, der ganz seinem Gefühl folgt und der aus seinem ganzen eigenen Erleben heraus ja genau wusste, um was es sich handelt. Denn er hat ja in seinem Leben so viele Unbilden hat erdulden müssen, dass er am meisten von uns allen verstehen konnte und fühlen konnte, was er dort für uns tat. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende gewesen, dass die ganze Welt, dass dieses Bild um die Welt gegangen ist, gesehen hat und genau so verspürt hat, hier hat ein Mensch in aller Ähnlichkeit, in aller Ehrlichkeit, hier hat ein Mensch in aller Ehrlichkeit seinem Gefühl einen Ausdruck verliehen, in einer Spontaneität, die diese Ehrlichkeit sichtbar macht. Und ich glaube, so ist auch der Eindruck gewesen. Er hat nach meiner Überzeugung mit dieser Symbolhandlung für das Ansehen der Deutschen in der Welt mehr getan als viele Regierungen insgesamt mit ihrem guten Willen und ihrer guten Politik bewirkt haben. Diese eine Handlung war so viel wert.